Ja, okay. Yo, und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paraworld. Ich weiß, ihr habt längere Zeit nichts mehr von mir gehört. Oder bin ich immerhin Paraworld-mäßig. Denn, Leute, ihr müsst wissen, ich bin momentan irgendwo in so einer Art unkreativen Phase. Ich bin auch teilweise so ein bisschen krank und habe so schulmäßig hier so ein bisschen viel zu tun langsam, weil ich sind nur noch so ungefähr, das ist jetzt nur noch die vorletzte Woche vor den Ferien. Ich habe jetzt nur noch hier 2 Wochen, die und Woche und nächste. Und ich schreibe insgesamt noch in dieser Zeit so ungefähr 4 Proben. Vor allem in der letzten Woche ziemlich hart. Ungefähr 3 an 3 Tagen hier Dienstag, Mittwoch und Donnerstag gleich hintereinander, und das ist schon ein bisschen hart, würde ich eventuell sagen, halt für mich, weil ich komme teilweise momentan, na gut, ich komme teilweise halt auch momentan auch ich komme momentan einfach irgendwie zu gar nichts. Das Einzige, was ich auch sonst so mache, ist momentan eigentlich immer nur WoW spielen und wieder Drakensang Online. Und ja, ich spiele Drakensang Online. Ich spiele es seit dem letzten Patch wieder. Nachdem die endlich diese behinderten Kristalle der Wahrheit rausgenommen haben. Jetzt finde ich das viel besser. Wenigstens Item identifizieren ist kostenlos. Endlich! Kostet zwar jetzt was an der Werkbank zusammen zu craften, aber juckt mich nicht. Weil ich fahre mir den ganzen Scheiß zusammen. Dauert halt was Vernünftiges zu bekommen, aber trotzdem. Immerhin besser als dieses alte System. Da musste ich viel länger farmen, um diese behinderten Kristalle zu kriegen. Und sonst mache ich auch momentan gar nichts, außer ein paar Videos halt hochladen. Gestern kam auch Knights of Pen and Paper. Naja. Auf jeden Fall, wir spielen jetzt. Boah, jetzt vibriert mein Handy schon wieder. Mach mein Handy gleich aus. Was haben die mit ihrem BMW? Mann, Autos interessieren mich nicht. Kein Stück. Bin nicht so der. Oder ich bin nicht der Autokenner, zumindest. Ich habe keine Ahnung, wie gut irgendwelche Autos sind. Ich lasse mich da lieber von anderen Leuten raten. Das wollte ich schon Piraten sagen. Naja, auf jeden Fall. Die Aufnahme läuft ja. Ich guck mal noch schnell nach. Ups. Jo, läuft immer noch. Dö dö Wisst ihr was? Ich mache jetzt noch schnell einen Cut, damit ich sehen kann, ob es auch richtig aufgenommen hat. Weil ich habe keinen Bock, dass es so war wie bei diesem vorletzten Mal, wo ich aufgenommen habe und es überhaupt nichts groß genommen hat. Nur so ein Ladebildschirm. Also nochmal schnell, bis klar. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt mal nachgeguckt und ist alles in Ordnung. Wir brauchen uns da keine Sorgen zu machen, Leute. Keine unnötige Hektik. Ja, da habe ich die ganzen Punkte verbraucht, dann muss ich sagen, dann fangen wir gleich mal an. Hä? Kann ich mir da? Cool, ich kann mir Rohstoffe hinzufügen. Das ist ja mal nice. Aber wir fangen jetzt einfach an. Ich hab nur begrenzte Zeit. Sind wir auserwählt? Ich fühle mich nicht besonders auserwählt. Andererseits, vielleicht geht das anderen Auserwählten ja auch so. Was soll man schon von so einer Prophezeiung halten? Das ist wahrscheinlich wie mit einem Horoskop. Wenn man dran glaubt, dann passt es schon. Wenn nicht, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln. Was immer dran sein mag, am besten wir tun, was. Ups, shit. Na, fantastisch. Hinter uns Piraten und vor uns Wüste. Das war nicht immer Wüste. Es gab hier mal Wasser im Überfluss. Wie kommst du darauf? Dort drüben, das ist ein ausgetrockneter Flusslauf. Wir interessieren, wo er hinführt. Wir sollten ihm unbedingt folgen. Und zwar
aber schnell. Unsere Verfolger werden uns nicht mehr viel Zeit lassen. Ja, das war anscheinend der Rest der Piraten. Aber... In manch... Ah, wir wiederholen. Ich will das hören. Denn es war mein Fehler. Da muss ich ihn wieder ausbügeln. Sind wir auserwählt? Ich fühle mich nicht besonders auserwählt. Andererseits, vielleicht geht das anderen Auserwählten ja auch so. Was soll man schon von so einer Prophezeiung halten? Das ist wahrscheinlich wie mit einem Horoskop. Wenn man dran glaubt, dann passt es schon. Wenn nicht, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln. Was immer dran sein mag, am besten wir tun, was man von uns erwartet. Wo sollte sich sonst ein Hinweis finden, wie wir wieder nach Hause kommen, wenn nicht in der verbotenen Bibliothek? Wer weiß, was wir noch dort finden. Es gibt hier einen Baum, den die Eingeborenen Baum der Erkenntnis nennen. Vielleicht ist es ja nur ein Zufall, aber ich habe mir fest vorgenommen, mich vor unserer Heimkehr, falls wir heimkehren, mit den Schöpfungsmythen diesseits der Tore eingehend zu beschäftigen. Baum der Erkenntnis. Okay. Bin nicht mehr sehen. In manchen Situationen lohnt es sich eher, die Flucht zu ergreifen, statt einen aussichtslosen Kampf auszufechten. So aussichtslos ist er nicht. Sind ja nur ein paar geschätzte 30 Gegner oder sowas. Von Stufe 1 bis 3. Okay. Oder? Nein, da ist sogar ein Vierer dabei. Okay, dann von Stufe 1 bis 4. Also wäre da noch das? Ich dachte, wir hätten die Piraten endgültig besiegt. Ja. Naja, ein paar sind offensichtlich noch übrig. Ein paar? Ich nenne das eine Horde. Nicht reden, Freunde. Laufen. Ja, würde ich auch sagen. Das ist die Vorhut der Horde. Sind bloß getarnt als Menschen. Sind eigentlich bloß Orks. Oder eher gesagt, nein, das ist die eiserne Vorhut. Die Vorhut der eisernen Horde. Die jetzt anscheinend vernichtet wird. Das war verdammt knapp. Ich wüsste ihm zu gern, wem wir Unterstützung zu verdanken haben. Oh, cool. Alter Schwede, das Labor eines Wahnsinnigen. Oder die Werkstatt eines Genies. Mach das mal besser aus. Aber warum denn? Mögen Sie keinen Kaffee? Sie sind genau der richtigen Stimmung für ein Tässchen. Das denke ich mir immer, wenn ich aufstehe. Sagen Sie, wie sind Sie eigentlich hierher gekommen, Nikolai? Eine Organisation namens FIS bot mir ein Forschungsprojekt an. Ich sollte eine Maschine konstruieren, die Tore zwischen den Welten öffnet, wann und wo immer man will. Schließlich gelang es mir. Jas Bell und ich feierten bis tief in die Nacht. Und er verriet mir seine Pläne. Er wollte diese Welt erobern. Er wollte sie für sich und die Seasons allein. Mit all ihren Bodennetzen, Arbeitskräften, Kulturen und Wundern. Die Reiche über diese Dimensionen würden ihnen in unserer Heimatwelt mehr Macht und Einfluss verschaffen. Und die Errungenschaften unserer Zivilisation würden ihnen die Herrschaft über diese Welt sichern. In meiner Wut vernichte ich meine Unterlagen und zerstörte die Maschine. Dafür schickten mich die Seas in die Verbannung. Haben Sie denn nie versucht, die Maschine noch einmal zu bauen? Ja, natürlich habe ich das. Ist ja klar. Das Einzige, was hier fehlt, ist Strom. Aber hier gibt es nicht einmal Blitze. Warum kommst du nicht mit uns, Nikolai? Du hilfst uns dabei, die Wüste zu bewässern. Und wir bringen dich nach Hause. Na schön. Einverstanden. Aber es wird nicht einfach.
Die Wüstenreiter stauen den Fluss oben am Tempel und der ist gut befestigt. Ich habe gerade noch genug für meinen Kaffee. Ach, kein Thema, Meister. Darum kümmern wir uns als nächstes. Na, das war gerade sehr unangebracht. Was ist zu tun? Ich kann es sehen. Nikolai Tasloff, der hat die Tesla-Spule erfunden. Denke ich zumindest. Ich weiß nicht, ob sie wirklich gab. Müsste ich mal nachgoogeln. Ich habe eine Idee. Was ist zu tun? Wer hat wohl das Radio erfunden? Wechselstrom, Drehstrom, na? Und den Röhrenverstärker? Funktechnik? Und die Tesla-Spule? Wer war's, hä? Wer hat wohl das Radio erfunden? Es ist eine Ehre. Ich zweifle nicht daran, wenn es ihn gibt, dass er das war. Hilfe! Bitte helft uns! Monster! Galimimi! Eine ganze Horde! Beinahe hätten sie uns zerfleischt! Sie waren riesig! Nein. Eine Galimimus-Herde hier in der Nähe? Wir müssen sofort ihr Nest finden und sie ausschalten, bevor sie wirklichen Schaden anrichtet. Oh, Tesla-Turm. Ich bin dabei. Und die machen 200 Schaden! Okay, die brauche ich. Die sind sehr wichtig. Ich würde sagen, das Galimimo-Problem habe ich jetzt mal unter Kontrolle. Ich bin dabei. Vorwärts! Und geht's hier vorher finden? Ah ja, okay. Lauf! Lauf! Ich weiß, wo es ist, aber. Schnell! Bring die mal schnell nach da hinten. Gehe davon aus, dass es da ist. Weil ich will hier nicht so groß unbedingt verraten. Aber da ist es. Klein Kannibornest. Ich wollte da noch mehr rauskommen. Ja, yeah, nur ein toter Galimus ist ein guter Galimimus. Tja, dann zurück an die Arbeit. Wo kam die auf einmal her? Wie aus dem Nichts? Ich glaube, sie sind dem Flusslauf gefolgt, bis direkt vor unserer Haustür. Ich kümmere mich darum. Cole wird aufgestuft. Und los! Oh, hat eine Armbrust. Cool. Bloß er hält sie falsch. Die steckt zur Hälfte in seiner Hand drinnen. Macht ja nix. Nächste Aufgabe. Ich will kämpfen. Hm? Ja, Arbeit. Macht euch bereit. Okay. Okay. Das Gute an Nikolai ist, er kann bauen. Und das sehr effizient. Ach ja. Wow, 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 wow. Ja, ist gerade etwas schlecht. Ja, das ist bestimmt Standbild. Ich wurde gerade übers Battle.net angeschrieben. Ich sollte wirklich
da solche Sachen ausschalten, wenn ich aufnehme. Aber ich werde jetzt noch schnell gucken. Okay. Gut, ich habe mich zudem noch auf Nichtstören gestellt. Ich hoffe, dass ich da dann sobald keine Nachrichten mehr von anderen Leuten kriege. Wobei ich es auch nicht mag, immer anderen Leuten nicht zu antworten. Das kennt ihr gar doch bestimmt immer. Wenn immer euch irgendwelche Leute anschreiben, aber es beispielsweise Leute sind, die es nicht so mögt, aber ihr wiederum nicht so unhöflich, nicht irgendwie unhöflich sein wollt und den nicht zu, um den nicht zu antworten. Ich habe eine Idee. Wenn ich es richtig aus, dass es richtig gesagt habe. Und ehrlich gesagt immer diese Momente, in denen man angeschrieben wird. Wird gemacht. Und dann eigentlich überhaupt keinen Bock hat, mit jemandem zu schreiben, aber man ja auch nicht unhöflich sein will und zurückschreibt. Ja. Weil ich schreibe immer jedem zurück. Egal wer das ist. Auch wenn es einfach bis irgendjemand ist, den ich auf dem Tod nicht ausstehe. Aber, na gut, das sind immer andere Sachen. Ich schweife irgendwo ab. Oder mir fällt dazu nichts Großes mehr ein. Ich habe nicht genug Holz. Und wir haben jetzt 21.54 Uhr. Liegt vielleicht daran, dass ich jetzt momentan ein wenig verpeilt bin. Aber Leute, ich hoffe, ihr könnt das entschuldigen oder so. Denn es ist natürlich Abend. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir morgen ein ganzes Brot wieder kaufe. So für die Pause. Und ja, ich kaufe mir für die Pause in der Schule ein ganzes Brot zum Essen. Was ist zu tun? Und ja, ich weiß, dass ich damit asozial, dass ich damit unsozial bin, weil ich dieses Brot natürlich so gesehen, oder gesagt, was gibt's zu tun? Also ich krieg, wie ich schon vorhin gesagt habe, irgendwie kriege ich momentan nichts irgendwie groß gebacken. Oder auf die Reihe oder sonst was. Was gibt's zu tun? Denn ich werde euch mal sagen, warum es unsozial ist, ein ganzes Brot alleine zu essen. Und zwar, wir hatten da mal sowas mit unserem Deutschlehrer. Wir hatten da so einen Text, der nannte sich Das Brot. Und da haben wir dann von Diebstahl geredet, obwohl dieses Brot, und zwar, oder ich erkläre euch mal kurz, so in der Geschichte kam sowas vor mit solchen zwei alten Eheleuten, und das war so nach dem Zweiten Weltkrieg, und da war halt so die Nahrung rationiert. Kennt man ja. Passiert halt ja. Nach dem Krieg. Arbeiter ist sicher. Wollen wir spielen? Okay. Was gibt's zu tun? Was ist zu tun? Eine kluge Entscheidung. Was gibt's zu tun? Okay, ich dachte schon, das Spiel würde abschmieren. Aber die sind anscheinend nur außer Reichweite. Arbeiter ist hier. Ausgezeichnete Wahl. Was gibt's zu tun? Tassloff. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich war. Dabei der Sache mit diesem Brot, und da hat dieser ältere Mann so Brot von dem rationierten Brot in der Nacht so gesehen Brot genommen und da hat mir gesagt, so ja, der hat das Brot so gesehen gestohlen.